Endlich wieder an den Strand. In Barcelona genießen die Menschen die gelockerte Ausgangssperre und flanieren in Scharen auf der Uferpromenade. Spanien gehört zu den am schlimmsten von der Corona-Pandemie betroffenen Ländern in Europa und gleichzeitig ist es das zweitbeliebteste Reiseziel der Welt. Der Tourismus macht 12% des spanischen Bruttoinlandsprodukts aus, 13% der Beschäftigten sind in dem Sektor angestellt. Die Corona-Krise ist ein Schlag für die Branche. Der Besucheransturm zu Ostern fiel wegen des Virus aus. Jetzt soll wenigstens die Sommersaison gerettet werden. Ab dem 11. Mai werden die Eindämmungsmaßnahmen schrittweise gelockert. Bars, Restaurants und Hotels dürfen dann wieder öffnen unter strengen Auflagen. Uns wurden so Science-Fiction-Ideen vorgeschlagen, wie Trennwände am Strand aufzustellen. Das kann ich mir hier ehrlich gesagt nicht vorstellen. Der Strand ist doch ein offener Ort und muss offen bleiben. Wir müssen nur sicherstellen, dass wenn man sein Handtuch ausbreitet, es einen Sicherheitsabstand zur nächsten Person von 2 Metern gibt. Bars und Restaurants wollen ihre Kapazitäten verringern, damit die Tische in einem Abstand von 1,50 Meter zueinander stehen können. Dafür soll es zusätzliche Flächen auf den Gehwegen geben. Für die Hotels arbeiten die Behörden in Madrid an der Entwicklung eines Covid-Freisiegels. Die Häuser wollen strenge Hygieneregeln für ihre Gäste einführen. Ein Hotel setzt sogar auf kostenpflichtige Corona-Tests für die Besucher und hat dennoch schon hunderte Reservierungen erhalten.